Für alle, die das vielleicht noch nicht gehört haben, hier nochmal kurz die Info zu unserem kostenlosen Wundergarten Kinder-Affirmationskarten-Set. Und Neurowissenschaft hat die Effektivität positiver Affirmationen für Erwachsene ja schon längst bestätigt. Und für Kleinkinder ist das Thema eigentlich noch viel spannender, weil sie eben nicht zwischen interner und externer Realität unterscheiden. Und das bedeutet konkret, wenn ein Kleinkind sich sowas sagt wie ich bin ein Flugzeug oder ich bin ein Affe, dann ist es ein Flugzeug oder ein Affe. Und jeder, der ein Kind hat, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Und das bedeutet aber auch, dass wenn ein Kleinkind sich sowas sagt wie ich bin mutig oder ich bin selbstbewusst oder ich bin genug oder ich bin geliebt, dann verankert sich auch diese Wahrheit direkt im Unbewussten und wird schon früh während dieser ja so wichtigen Programmierungsjahre oder Downloadjahre einfach so als lebenslange Säule im eigenen Wertesystem gesetzt. Das Kinderaffirmationskartenset ist ein kostenloser Download, einfach so als Dankeschön fürs Dabeisein, als Dankeschön fürs Zuhören und als Dankeschön fürs Vertrauen. Der Link dazu ist in den Shownotes und wir wünschen dir natürlich ganz viel Freude damit. Hey und willkommen zu einer neuen Folge des Wundergarten-Podcasts und unser Gast heute ist Professor Dr. Tobias Esch. Er ist Professor für integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung und Prodekan für Organisationsentwicklung an der Uni in Wittenherdecke. Er ist mehrfach ausgezeichnet für seine Forschung und Arbeit im Bereich der neurobiologischen Belohnungsprozesse und zwar im Kontext von Stress, Krankheit und Gesundheit, der Physiologie, der Entspannungsreaktion und der Autoregulation im Kontext von Glückserleben und Lebenszufriedenheit. Also kurz die sogenannte Glücksforschung. Professor Dr. Esch ist außerdem Vorsitzender des Wissenschaftsbeirates des Instituts für Mind-Body-Medizin in Potsdam. Er ist Autor diverser Bücher, unter anderem dabei zum Beispiel der Selbstheilungscode oder Die bessere Hälfte zusammen mit Dr. Eckart von Hirschhausen. Er ist Herausgeber mehrerer internationaler Fachzeitschriften, ist immer wieder Gastprofessor an der Harvard Medical School. Er ist Mitentwickler der 7Mind Meditations-App, ist mittlerweile mit über 1,5 Millionen Downloads die beliebteste deutsche Meditations-App, die es im App Store gibt. Er ist Vorstand des Long Island Conservatory, er ist Vice Chair und Board of Directors der International Young Scientist Competition in New York, ist ein regelmäßiger und sehr gefragter TV-Gast zu Themen wie Achtsamkeit, Stressregulation und Lebensglück. Er ist selbst auch Vater und ganz ehrlich, ich könnte wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Stunde so weiter erzählen. Also kurzum, unser absoluter Wunschkandidat für ein Gespräch in diese Richtung und für maximalen Wert für alle Eltern, die zuhören. Also ein langes Intro für ein großartiges, sehr konkretes, sehr praktikables Gespräch mit Professor Dr. Tobias Esch. Viel Freude dabei. Professor Dr. Tobias Esch, herzlich willkommen in der Show und schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Ich würde ganz gerne einfach nur ein bisschen kurzen Kontext schaffen, wenn dich ein Taxifahrer fragen würde auf dem Weg zum Flughafen oder so, was du eigentlich beruflich machst. Wie würdest du ihm antworten? Ja, das passiert mir tatsächlich häufiger. Also je nachdem, ob ich das Gefühl habe, da ist jemand, der das nur so beiläufig fragt und nicht wirklich interessiert ist, dann würde ich sagen Arzt oder auch Wissenschaftler. Aber tatsächlich, man kommt häufig ja mit Taxifahrern ins Gespräch und wenn es mir das Gefühl gibt, es ist ein offenes Gespräch, dann sage ich zum Beispiel Glücksforscher, obwohl ich das eigentlich gar nicht selber so mag, den Begriff, und mich selber auch normalerweise so gar nicht bezeichnet, aber das schafft sozusagen so eine gewisse Nähe und dann kommen natürlich sofort die Nachfragen und dann ist man schnell im Gespräch. Also Glücksforscher oder etwas korrekter bin ich jemand, der über Gesundheit forscht, aber vor allen Dingen die Freude. Wie kann man Freude an der Gesundheit haben oder Freude für gesundes Verhalten bekommen? Das würde ich ihm sagen und dann ist man sehr schnell meistens in einem guten Gespräch. Ich würde ganz gerne genau in diese Glücksforschungsarbeit jetzt eintauchen. Und zwar immer immer durch die Linse, durch die vielleicht Eltern diese Glücksforschungsarbeit sehen könnten. Und ich würde ganz gerne über den Selbstheilungscode sprechen. Das ist eins deiner Bücher. Und da geht es darum oder um die Frage, was passiert im Körper, wenn man sich gut tut? Also wenn man Stress reduziert, wenn man meditiert, wenn man sich gut ernährt. Und kannst du vielleicht einen kurzen Querschnitt geben,
was da die Ergebnisse sind? Ja, also ich sage immer, das Allerwichtigste ist, dass Glück ein Gefühl ist. Das, denke ich, wird jeder schnell mitgehen und sagen, das ist nicht so richtig überraschend. Aber, und jetzt kommt's, das ist vielleicht für viele noch etwas weniger einfach zu verstehen. Nämlich Gefühle sind nicht einfach nur irgendwelche Schwingungen oder die fallen uns irgendwie an, sondern Gefühle sind tatsächlich Prozesse, die vom Gehirn generiert werden. Also Gefühle haben eine biologische Wurzel und diese Wurzel liegt im Gehirn. Das ist das sogenannte Belohnungssystem. Das gibt uns dieses Gefühl, dass etwas, was wir gerade erleben oder was wir denken, was wir erfahren, dass das gut ist. Und dieses Glücksgefühl, das gibt sozusagen uns diesen Impuls, merk dir das. Merk dir das, wie das passiert ist, damit du es wiederholen kannst. Das ist gut für dich. Das heißt, dieses gute Gefühl, was sich in bestimmten Situationen einstellt, was zum Beispiel Stress reduziert, da sage ich gleich noch einen Satz dazu. Das soll ich mir merken, deswegen ist mein Gedächtnis da dran gehängt. Diese Botenstoffe, die im Gehirn ausgeschüttet werden, die dieses Belohnungsgefühl machen, die sagen gleichzeitig, das bitte abspeichern, damit du es später wiederfinden kannst, damit du dieses Gefühl sozusagen nutzen kannst, um in deinem Speicher, in deinem Lesesaal im Gehirn, in deinem Archiv ohne große Umschweife sofort Zugang wieder zu genau dieser Situation zu haben. In der Medizin nennt man das etwas trocken den Placebo-Effekt. Wir nennen es Selbstheilung oder Selbstheilungscode, denn was hat das mit Heilung zu tun? Das Spannende ist, dass genau diese Glücksgefühle, genau diese Belohnungsgefühle, die sagen, das bitte merken, das bitte nochmal machen, dazu da sind, biologisch uns anzuzeigen, was gut für uns ist. Und das, was gut für uns ist, ist in der Regel gesund. Gilt nicht immer, weil Rauchen zum Beispiel macht im unmittelbaren, in der unmittelbaren Situation oder andere Drogen zum Beispiel auch ein gutes Gefühl, zumindest vermeintlich. Und das, was daran aber dann auf Dauer ungesund ist, sozusagen, ist im Moment deswegen in Anführungszeichen gut, weil es uns beruhigt, weil es uns aus einer schwierigen Situation herausholt, weil es uns Abstand schenkt, weil es uns sozusagen zu uns selber bringt, uns spüren lässt, uns zur Besinnung bringt, uns sinnlich macht. Das heißt, letztendlich sind diese guten Gefühle, das Glück, immer dafür da, uns zu beruhigen, beziehungsweise uns einen Moment des Innigsein mit uns selbst zu schenken. Und das, wissen wir aus der Forschung, ist in der Regel gesund, es reduziert Stress und die Quintessenz ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Belohnungsgefühle auszulösen. Das ist das, was wir denken zum Beispiel, wie ich über Situationen denke, ob ich mich selbst stresse oder ob ich mir selbst ein gutes Gefühl gebe in einer Situation, in dem ich zum Beispiel Gefühle der Dankbarkeit oder des Glücks bewusst wahrnehme. Bewegung ist ganz wichtig. Wir wissen, dass wie fast jedwede Form von Bewegung das Glückssystem, das Belohnungssystem sofort ansteuert. Entspannung, Achtsamkeit, Momente des bei sich sein, eine Verabredung mit sich haben, sich selbst spüren und auch eine gesunde Ernährung, eine genussvolle Ernährung. Das sind die vier großen Säulen, von uns gerne abgekürzt. BERN für Behavior, das ist das Verhalten. E für Exercise, R für Relaxation und N für Nutrition. BERN, das sind die vier Säulen, in denen ich sozusagen tätig sein kann und mein Belohnungssystem ansteuere und dann sofort Stress reduziere. Okay, da und vielleicht ein Punkt, das ist kein Wellness. Also das ist mir noch wichtig, vielleicht als Ergänzung. Oft wird so ein bisschen über das Thema Glück und auch, sag mal, Fachbegriff positive Psychologie für solche Übungen der Dankbarkeit, des Vergebens, des Glücks, wird oft gelächelt nach dem Motto, naja, kann man machen oder nicht. Aber wenn es wirklich ernst ist, dann aber bitte mit Tattoo und dann ist das alles Shishi. Nein. Mir ist noch wichtig zu sagen, diese Dinge sind wirksam, nachweislich wirksam, ist nicht Wellness, sondern ist, wenn man so will, Medizin. Das ist mein innerer Arzt, den ich dann aktiviere. Da gab es einiges, wo ich jetzt gerne rein möchte und vielleicht starten wir bei dem Innigsein, bei dem Bei-sich-Sein, ja, bei der Kraft der Pause und bei der Kraft der Ruhe, wo es sicherlich ganz, ganz viele Eltern gibt, vor allem Eltern von letztlich egal, Kinder welchen Alters, aber vielleicht vor allem Eltern, die Kinder im Kleinkindalter haben, die natürlich sagen, diese Ruhe
ist mir zumindest im Augenblick nicht so oft gegönnt oder ich kann sie mir gerade nicht so oft nehmen, wie ich es vielleicht gerne wollen würde oder wie es mir gut tun würde oder wie es gesund für mich wäre. Und ich will das im heutigen Gespräch am liebsten so praxisnah wie nur irgendwie möglich konstruieren, damit es auch so wertvoll wie nur irgendwie möglich wird für alle Eltern, die zuhören. Also will ich ein Bild einmal etablieren, was viele Eltern vielleicht kennen werden. Und zwar ist das vielleicht ein, wir haben eben über die Gefühle als biologische Wurzel im Gehirn gesprochen, vielleicht Gefühle von totaler Übermüdung, von einem langen Tag, der zu Ende geht, von ein oder mehreren Kindern, die einen total starken Lautstärkepegel irgendwie erzeugen, von einer Küche, die aussieht, als ob da eine Bombe eingeschlagen hat, von dem Versuch, den Kindern die Zähne zu putzen, obwohl sie da überhaupt keine Lust drauf haben. Und man fühlt sich einfach gehetzt, man fühlt sich gestresst und man verliert vielleicht die Geduld. Und jetzt die Frage, was passiert da im Wurzelwerk der eigenen Gefühlswelt? Was passiert da im Gehirn? Und wie kann man vor allem diese biochemischen Prozesse, die diesen Stress auslösen, wie kann man die schnellstmöglich abfangen und wie kann man die vielleicht auch schnellstmöglich umkehren? Also das, was da passiert in so einer Situation und du bist Vater, ich bin Vater, ich kenne das gut, also das, machen wir uns nichts vor. Die Situation, die du schilderst, die ist so. Und das ist ja auch das Schöne an meinem Forschungsgebiet. Ich versuche selber auch so praxisnah wie möglich zu sein. Und ich bin ganz sicher kein Apostel, der irgendwelche Bilder zeichnet, die romantisch schillernd da sind und die Welt ist aber ganz anders. Also ganz praktisch, in so einer Situation, wie du sie beschrieben hast, ja, da ist Überforderung. Ja, da ist Stress. Denn Überforderung heißt, wenn wir Menschen befragen, aber das, denke ich, kennt jeder auch von sich selbst, das Gefühl, bestimmte Dinge, die man von mir verlangt oder ich selber von mir verlange, nicht zu schaffen. Nicht in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, nicht in dem Raum, nicht mit den Mitteln, die ich habe. Und das ist die Definition von Stress. Nämlich eine Diskrepanz zwischen einer Anspruchssituation, einer Herausforderung auf der einen Seite und den Mitteln zur Bewältigung auf der anderen Seite. Und dann entsteht Stress. Und Stress ist auch wie Glück ein biologisches Gefühl, das eine körperliche Entsprechung hat. Dieses Gefühl der Überforderung, des es nicht schaffen Könnens, führt körperlich zu einer sogenannten Alarmsituation oder Kampf oder Flucht, Englisch Fight or Flight Reaction. Das heißt, ich stehe plötzlich in der Küche, die aussieht wie Sau, und mein Körper sagt, es geht um dein Leben. Kämpfe oder fliehe. Und das ist völlig inadäquat eigentlich, wenn wir uns vorstellen, dass wir den nächsten Moment mit großer Wahrscheinlichkeit überleben werden. Aber mein Körper schaltet auf Überlebensreaktion. Das heißt, da muss ich versuchen, ein Stoppschild rauszuholen. Und das machen wir ganz praktisch genau so. Das heißt, es beginnt in dieser Situation, dass ich überhaupt erkenne, dass gerade meine Buttons gedrückt worden sind. Dass gerade bei mir der Vulkan anfängt, Lava anzusammeln und in Richtung Ausbruch brodelt. Das ist ehrlicherweise, und das ist vielleicht komisch, wenn man da jetzt zuhört, dass an dem ganzen Stress- oder Stressbewältigungsthema das wirklich der kniffligste Moment ist. Nämlich das Wahrnehmen, dass das gerade passiert, dass ich gerade gestresst bin, beziehungsweise dabei bin, mich und andere zu stressen. Denn wenn ich das wahrnehme, habe ich eines der wichtigsten Werkzeuge in der Hand, was es überhaupt in der Stressbewältigung gibt, nämlich die Kontrolle. In dem Moment, wo ich wahrnehme, dass ich gestresst bin, habe ich die Chance, aus diesem Autopilotmodus, in dem wir normalerweise geraten, wenn wir gestresst sind, was biologisch auch so sein soll, wenn es wirklich um Leib und Leben geht, denn dann soll ich nicht nachdenken, dann soll ich nicht groß über Alternativen nachsinnen oder kreative Lösungsansätze finden. Wenn es um Leib und Leben geht, dann soll ich auf etwas zurückgreifen, was ich immer schon gemacht habe und nicht nachdenken und sofort handeln, weil es geht um Leib und Leben. Das heißt, ich gehe in den Autopilot-Modus. Wenn ich aber in der Küche stehe, nachdem ich gerade versucht hatte, meinen Kindern das Zähneputzen irgendwie noch beizubiegen, was so halb geklappt hat, ich höre im Hintergrund noch das Schreien der Kinder, jetzt bin ich in der Küche, die aussieht wie Sau. Wenn ich dann in einen Überlebensmechanismus gerate, in den Autopilot-Modus, habe ich im Grunde genommen schon verloren, weil unterbewusst die Alarmreaktion schon längst angelaufen ist. Also, wichtigstes Kriterium ist, wahrnehmen, dass ich gestresst bin. Dann nennen wir die Übung, die dazu passt, SARW. Stopp, atme, reflektiere, wähle. Heißt, ich nutze diese Situation, da ich es merke, gestresst zu sein, um innerlich ein Stoppschild rauszuholen.
mache erstmal nichts anderes, egal was um mich herum passiert, als einen Atemzug bewusst wahrnehmen vom Einströmen der Luft durch Nase oder Mund in den Körper. Möglicherweise, wenn es mir gelingt, so weit loszulassen innerlich, dass ich sogar mit dem Zwerchfell atmen kann. Das heißt, der Bauch hebt sich, also ich merke, dass es nicht nur ganz flach oben irgendwie im Brustkorb die Luft ankommt, sondern ich gebe mir die Chance, etwas zu entspannen. Und während ich atme, reflektiere über das, was ich jetzt im nächsten Moment tue, wie ich reagieren möchte. Ob ich zurückschreie aus der Küche, die Kinder sollen endlich still sein, oder ob ich mich selber innerlich anschreie wegen dieses ganzen Chaos in der Küche, oder ob ich eine Wahl habe. Und wenn ich das habe und erkenne, ich habe eine Wahl, was immer das sein mag, es kann auch sein, dass es die Wahl ist, den Vulkan jetzt ausbrechen zu lassen, aber dann wähle ich. Und wenn wir das schaffen, das wird nicht immer gelingen, aber es wird mal gelingen, dass ich in einer Stresssituation aus diesem Autopilotmodus rausgestiegen bin, dann merke ich mir das, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ich war nicht ohnmächtig, sondern ich hatte einen Moment der Kontrolle. Das heißt, das Wichtigste in so einer Situation, wie du sie beschrieben hast, ist, nicht in diese Ohnmachtssituation oder wie die Amerikaner das nennen, learned helplessness, also eine erlernte Hilflosigkeit hineinzugeraten, sondern die Kontrolle zu behalten, was immer das ist. Und wenn es am Ende nur die Atmung ist, die ich kontrollieren kann, weil anders das ganze andere Chaos trotzdem weitergeht, dann ist es trotzdem dieses Gefühl, der Atmung, des Verankerns im Moment zu haben, mit der Konsequenz, dass ich diesen Moment überleben werde. Und durch die Erfahrung, dass es mir gelungen ist, das zu durchbrechen und den Moment zu überleben und deswegen nicht die Stressreaktion gestartet zu haben, die eine Überlebensreaktion ist, habe ich sozusagen einen Moment des Innigseins mit mir und des Anhalten. Und dann gibt es ganz praktische Dinge, ich will jetzt nicht zu sehr ausholen, wir kommen ja im Gespräch vielleicht noch auf weitere Übungen, aber gerade die Küche, weil du dir das beschrieben hast, es gibt grundsätzlich gerade in einer Situation, wie du sie von Eltern beschrieben hast, zwei Möglichkeiten quasi, seine eigene Gesundheit, seine eigene innere Hygiene, seine geistige Stresshygiene sozusagen zu betreiben. Das eine ist, ich lege mir ein dickes Fell zu, ich baue einen Puffer ein, ich trainiere die Fähigkeit, in Stresssituationen in der Kontrolle zu bleiben. Das kann ich nur, indem ich das regelmäßig mache, wie ein Sport, wie ein Muskel, den ich trainiere. Bewegung, Ernährung, Entspannung, Stressregulation, dass ich das regelmäßig in meinen Kalender einbaue. Das heißt, ich muss mich irgendwann in einer ruhigen Minute abends, wenn die Kinder endlich eingeschlafen sind und es Ruhe ist, mal hinsetzen und sagen, wo könnte eine halbe Stunde am Tag oder wo könnten 5 Minuten am Tag Platz haben, wo ich für mich vorsehe, da bin ich innig mit mir selbst. Das sage ich meinem Mann oder meiner Frau, meinen Kindern, dem Telefon, wem auch immer. Das ist meine Zeit. Und die baue ich richtig gehend in meinen Stundenplan ein. Denn wir gehen zur Arbeit, wir haben bestimmte Rituale und Zeiten. Wir sind in der Lage, selbst wenn es noch so hart ist, bestimmte Dinge auf den Punkt zu erfüllen. Und warum soll ich nicht eine Verabredung mit mir selbst genauso konsequent, genauso ernsthaft in meinen Tagesablauf einbauen? Zweiter Punkt, das ist sozusagen die Vorsorge, die Prophylaxe. Ja? Und das Zweite ist die Situation selbst. Das heißt, jetzt ist einfach Halligalli, Chaos in Tüten, Stress hoch 5 oder hoch 10. Und dennoch, auch in der Situation habe ich die Chance, die Kontrolle zu behalten. Mein Beispiel, ich mache genau die Chaosküche, die heute noch bei uns aussieht, obwohl die Kinder zwar noch alle zu Hause sind, aber nicht mehr ganz so jung sind, als meine Zeit mit mir. Ich gehe in die Küche, ich mache die Tür zu, ich mache mir schöne Musik an und dann spüle ich und wenn es 20 Minuten, halbe Stunde, wenn es eine Stunde dauert, weil alles aussieht wie Sau, das ist meine Zeit. Ich nenne das einfach meine Zeit. Das ist meine Entscheidung. Und dann spüle ich ab, ich bin dabei anwesend, ich merke, was ich tue, ich bin bei der Atmung, ich stehe gut geerdet auf dem Boden und ich mache, bis die Küche am Ende blitzt und blankt, so lange und nutze das als meine Zeit. Das heißt, ich widme das, was ansteht, um und mache daraus für mich etwas, wo ich genau diesen Moment des Innehaltens praktiziere. Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt gern die Brücke machen zu der Art und Weise, wie man auch Kleinkindern und Kindern eben diese so alltagstauglichen Achtsamkeitsübungen, nenne ich sie jetzt mal, mitschenken kann. Und vielleicht vor allem vor dem Hintergrund, dass, weil in der Hirnforschung spricht man ja von den kritischen Zeitfenstern in der Kindesentwicklung. Vielleicht machen wir das jetzt mal so für das Zeitfenster
0 bis 6, vielleicht noch spezifischer, so 3 bis 6 Jahre. Und da frage ich mich als Vater auch oft, es ist natürlich für mich und für meine seelische Gesundheit wertvoll, wenn ich natürlich meditiere und atme und im Moment bin als Elternteil und mein Kind aber vielen Reizen oder vielleicht sogar viel großer Überreizung ausgesetzt ist durch Technologie, durch Dinge wie Smartphones. Was für einen Einfluss haben diese Dinge tatsächlich auf mein Kleinkind in diesem kritischen Zeitfenster? Und wie kann ich dem Kind ähnliche Tools schenken, damit umzugehen, das besser abfangen zu können? Also ich sag mal, ganz wichtig ist für Kinder, und das bleibt, und das war immer schon so, weil unsere Biologie, unser Belohnungssystem und all das, was ich beschrieben habe, das ist eben, das ist uns Menschen von Anfang an in die Wiege gelegt, den modernen Menschen 100.000 Jahren und auch der Neandertaler schon, und wir machen unsere Untersuchung und Forschung dazu eben auch mit noch viel einfacheren Lebewesen als Menschen und Primaten. Also kurzum, das ist ein urbiologisches Prinzip, das gab es also schon lange, lange auch vor dem Smartphone. Und unsere Biologie ist an der Stelle tatsächlich nicht modern mitgewachsen, sondern ist immer noch die alte. Will sagen, wir Menschen brauchen die Erfahrung der Sinnlichkeit. Wir brauchen sozusagen die Erfahrung, dass wir Dinge mit unserem Tastsinn, mit unserem Geruchssinn, mit unserem Sehsinn, Hörsinn, dass wir die quasi erfahren. Und dazu auch, dass wir sie uns erarbeiten. Das heißt, wir sprechen bei uns in der entsprechenden Forschung dazu gerne von einer Abfolge von Vorfreude. Also ich brauche eine Vorfreude auf etwas, ich brauche die Erwartung an etwas. Dann durchaus auch den stressigen Moment, dass es nicht sofort glatt läuft, dass ich nicht das sofort bekomme, was ich nur einfach mit einem einfachen Schrei oder ähnlichem oder einem Protest mir erwünsche, sondern dass es genau auch dieses Momentum des da musst du für arbeiten sozusagen, da musst du was investieren hast, da musst du auch ein Risiko vielleicht eingehen und dann die Belohnung, dass ich das am Ende bekomme und dann dieses Gefühl der Glückseligkeit oder der Zufriedenheit entsteht. Das gilt für uns Menschen generell, auch über die gesamte Lebensspanne. Es gilt aber auch für die kleinen Dinge. Das heißt, die jungen Menschen, die Kinder zwischen 3 und 6, die müssen unbedingt diese sinnliche Welt erfahren da draußen. Sie müssen sich Dinge erarbeiten. Wir Eltern müssen es aushalten, dass wir ihnen auch so natürlich in Grenzen und mit unserer guten elterlichen Fürsorge, aber letztendlich auch Risiken aussetzen. Wie gesagt, Risiken, die sie nicht gefährden, aber durchaus auch Risiken aussetzen. Und dann müssen wir dieses Gefühl des Ich hab's gemacht. Ich habe das geschafft. Das müssen wir sie auch feiern lassen. Das heißt, wir dürfen sie dann nicht entwerten, sondern wir müssen ihnen auch dieses Gefühl des in dem Moment sozusagen ganz sich selbst Erlebens, das müssen wir ihnen auch zubilligen. Das geht grundsätzlich durchaus auch mit digitalen Mitteln. Das ist nicht ein absolut, das ist nicht unmöglich, ganz und gar nicht, das auch in der digitalen Welt zu erleben. Aber es ist insofern schwierig, wenn es nur digital passiert, weil eben in der Regel nicht alle Sinnesorgane in dem Maße angesprochen werden. Die Bewegung als eine ganz zentrale Säule des Glückserlebens, der Belohnung, findet fast ausschließlich im Kopf statt, was durchaus auch möglich ist, aber die Kombination von körperlicher, sichtbarer Bewegung mit geistiger Bewegung, motivare sich bewegen, ist eben ein Förderer von Motivation, um sozusagen zu wachsen und zu reifen. Und insofern die Dosis durch digitale Medien kann sehr schnell zu hoch sein, es kann zu schnell sein. Wir erleben, wenn wir uns nur digital bewegen, häufig eine viel zu schnelle Abfolge von Stressmomenten. Übrigens auch wir Erwachsenen, allein schon, wenn wir Fernsehen gucken, abends Hauptprogramm, wie viele Morde und Totschlag und stressige Situationen wir da täglich erleben. Dafür sind wir nicht gemacht. Wir sind nicht dafür gemacht, dass wir diese Kampf- oder Fluchtsituation, die eine Überlebensreaktion ist, in schnellster Abfolge ständig erleben und dazwischen nicht wieder auf Null zurückkommen. Dann bleibt
der Lernprozess, das Wachsen und das sich freuen am Wachsen, das sich freuen an der Autonomie, an der Freiheit und an dem Vorankommen, am Lernen, Trial and Error, Versuch und Irrtum, das sind alles Dinge, die biologisch eigentlich an der Stelle vorgesehen sind. Dafür brauchen wir Zeit und dafür brauchen wir sozusagen schon auch eine Kombination aus digitaler und analoger Welt. Und wenn du jetzt nachdenken würdest über vielleicht drei ganz konkrete Fähigkeiten, die du einem Kleinkind in dem Alter, vielleicht sagen wir Fähigkeiten und oder Glaubenssätzen, die du einem Kleinkind in dem Alter mitschenken könntest, ja, die es brauchen würde für ein glückliches, erfülltes Leben. Welche wären das? Kann ich dir sofort sagen. Und das ist tatsächlich für Eltern auch schwer auszuhalten, aber ich formuliere die Sätze mal im Ich. Stellen wir vor, der kleine Tobias ist jetzt 5 und sein Großvater hat ihm folgende 3 Sätze mitgegeben. Ich kann das. Ich bin nicht allein. Und ich fange mal einfach an und schaue, wie sich's anfühlt. Das wären meine 3 Sätze. Sehr schön. Ich würde ganz gerne jetzt einfach nur, weil wir heute ja leider nicht so viel Zeit haben und ich aber trotzdem möglichst viel für alle Zuhörenden irgendwie extrahieren möchte aus diesem kurzen Moment, den wir miteinander teilen. Was sind so, oder bei welchen Themen sagen Leser deiner Bücher, Menschen, die deine Arbeit konsumieren, bei welchen Themen sagen die am häufigsten so einen Satz wie, verdammt, ich wünschte, ich hätte das früher gewusst. Ich wünschte, ich hätte das ein bisschen früher gelesen. Das hätte alles verändert. Das hätte alles leichter gemacht. Das wäre so wertvoll gewesen. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ein Thema, was in den letzten Jahren immer stärker aus unserer Forschung zum Belohnungssystem, zum Glück und zur Zufriedenheit entstanden ist, und das ist tatsächlich auch eher neu in der Forschung, das ist nämlich Glück und Zufriedenheit mal über die Lebensperspektive zu sehen. Weil wir das oft so wahrnehmen als etwas Statisches. Glück hat man oder nicht, das fällt einem in den Schoß, hat man Glück gehabt oder nicht. Und dann gibt es die glücklichen Menschen und die Glückskinder in der einen Familie und der Bruder, der immer Glück hatte und der andere ist das schwarze Schaf und diese Dinge. Was wir verpasst haben oder was wir in der Forschung lange nicht gesehen haben, ist, dass sich die Dinge verändern. Und dass sie sich über die Lebenszeit verändern. Und was wir wirklich gefunden haben und für uns selber ein großer Glücksmoment war eben, dass Modelle, die wir dazu entwickelt haben, sich in der Realität bestätigen. Nämlich, dass die Zufriedenheit, wenn man so will, das Glück über die Lebensspanne gesehen in der zweiten Lebenshälfte deutlich höher ist als in der ersten. Das heißt, das Gefühl, dass ich alles in diese Jugend, in die Aufbruchsphase packen muss, dass sozusagen ich mein Zeugs gemacht haben muss, bevor dann, wenn man über 50 möglicherweise ist oder über 60, das Leben nur noch ein langsamer Abstieg, ein Siechtum und irgendwie die Idee ist, schnell fertig zu werden, den Nachtisch noch schnell aufzuessen und den Mund abzuwischen, bevor man dann in die Kiste, also in den Sarg geht. Also diese Vorstellung ist einfach unwahr. Das stimmt einfach nicht. Die Großeltern, die im Bild auch in den Medien, in der Öffentlichkeit häufig als geizig, griesgrämig, verbittert, in Corona-Zeiten risikobehaftet sind, all das, was wir auch an negativen Assoziationen mit dem Älterwerden haben, das ist zumindest, wenn man auf die Gefühlswelt schaut, auf die Zufriedenheit, auf diese seelisch-geistige Befindlichkeit, stimmt das einfach nicht. Die Älteren sind häufig gütig, zufrieden, innerlich mit einem inneren Lächeln, nicht ganz so laut, aber innerlich sozusagen mit sich im Einklang angekommen, oft auch mit einer gewissen Weisheit, die Lebenserfahrung, die sie ausstrahlen, die Furchen und Falten als Zeichen eines gelebten Lebens, auch einer gewissen Schönheit. Und das, was wir wirklich auch so als Augenöffner gefunden haben, ist, wenn es uns gelingt, gerade in dieser stressigen mittleren Lebensphase, über die wir gesprochen haben, die Eltern, die kleinen Kinder haben, den Beruf, die Schulden vielleicht die eigenen Eltern, die schon Wehwehchen haben und man sich gerne kümmern möchte, also dieses Eingepfercht sein zwischen all den To-Dos und Rollen.
wenn man in der Phase gewusst hätte, dass es wichtig ist, einfach nur durchzuhalten und ein bisschen sozusagen nicht alles ständig in Frage zu stellen, sich nicht völlig ständig neu erfinden müssen aus der Sorge, dass es ein ewiger Abstieg wird und dass ich lieber rechtzeitig die Notbremse trete, sondern wenn ich gewusst hätte, dass die Lebenszufriedenheit statistisch gesehen für uns Menschen eine U-Kurve ist, wo es darum geht, dass wenn ich unten bin, im Tal der Tränen, wie wir das nennen, irgendwo zwischen 40 und 50, wo das Leben eben wirklich hart ist, und zwar für viele, wenn nicht gar für fast alle, dass es darum geht, nicht über die Leitplanken zu gehen und dass es dann quasi wundersam ganz von alleine besser wird und lohnenswert wird und dass es lohnenswert wird, alt zu werden und auf das Leben zu schauen, dass es lohnenswert ist, Großeltern zu werden und die Enkel zu gucken, während die mittlere Generation Burnout hat oder Windeln wechselt und nicht mehr ein- und ausweist, dass es da eine heilige Verbindung gibt zwischen den Enkeln und den Großeltern. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht in dieser mittleren Lebensphase nicht alles ständig in Frage gestellt und mir dadurch noch mehr Stress gemacht, sondern vielleicht ein bisschen die Gelassenheit, die die älteren Menschen haben, schon früher für mich auch zugelassen. Das ist etwas, was ich sehr häufig höre, wenn Menschen meine Bücher lesen beziehungsweise unsere Forschung sehen, dass das überraschend ist, dass sie das nicht gewusst haben und dass sie dann, aber wenn sie an ihre eigenen Eltern oder Großeltern denken, sehr, sehr viele Menschen das bestätigen, gerade vor wenigen Tagen wieder eine Person, mit der ich sozusagen beruflich im Kontext war und wir darüber sprachen, die sagte, das hätte sie total geflasht, weil eben ihre pflegebedürftige, im Rollstuhl sitzende Mutter trotzdem, wenn sie abends im Kreise der Familie dazugeholt wird aus ihrem Pflegebett beziehungsweise aus dem Rollstuhl am Tisch sitzt, dass sie eine Weisheit und Ruhe ausstrahlt und auf die ganze Familie besänftigend und irgendwie wohltuend wirkt und dass sie jetzt auch weiß, warum das ist und damit die Angst auch vor dem Älterwerden ein großes Stück abnimmt. Und vielleicht neben dieser besseren Hälfte und der Zufriedenheit in der zweiten und der wichtigen und Bedeutung der Großeltern, das andere, was auch immer wieder für Menschen als überraschend, wenn man so will, oder nach dem Motto, hätte ich das vorher gewusst, berichtet wird, ist, dass Gesundheit Freude machen soll. Dass es nicht darum geht, einem Ideal von Gesundheit hinterher zu hecheln, Gesundheit zum Gott zu machen, sondern dass Gesundheit ein Prozess des Freudvollen ist. Und dass ich nur dann Dinge auch in meine Verhaltensweisen, in mein Verhaltensrepertoire überführe, ob das Nichtrauchen, weniger Rauchen, anders essen, mehr Sport, was immer es ist. Wenn es keinen Spaß macht, dann mache ich das nicht. Deswegen darf es und soll es Spaß machen. Glück ist kein philosophisches Konstrukt, das ist es schon auch. Aber Glück ist real, es ist ein echtes Gefühl. Und wir sind von Haus aus geboren, um das zu erleben. Das ist keine Fiktion, sondern wir sollen das erleben. Und zwar nicht als Luxus, haha, dir geht's wohl gut, sondern als fundamentales, essentielles Bestätigungsgefühl unseres Seins und unseres Wachstums. Wir sind dafür gemacht und es ist biologisch vorgesehen, weil es gesund ist. Und Meditation, innere Einkehr sind einfach nur ein Mittel, um einen solchen Moment des Eingestimmtseins zu erleben. Das ist keine Esoterik, das ist kein Shishi, das ist kein Einreden, das ist kein sich selbst was vormachen, das ist kein sich selbst beschummeln, sondern es ist einfach nur ein Moment der Kohärenz des Eingestimmtseins und das ist biologisch so gedacht. Wir sollen das so erleben. Hast du für jeden, der jetzt hier an der Stelle noch tiefer eintauchen möchte, vielleicht eine Buchempfehlung? Gibt es Bücher, die für dich wegweisend waren auf deiner Reise bis hierher, die du gerne teilen möchtest? Also ich sage jetzt mal, die für mich wegweisend waren, ganz sicherlich Bücher meines Lehrers und eines meiner Vorbilder. Ich habe ja etliche Jahre in den USA gelebt und auch geforscht und durfte ihn persönlich in verschiedenen Situationen kennenlernen. Jon Kabat-Zinn, einer der wichtigen Vertreter der Achtsamkeit im Westen. Gibt es verschiedene Bücher, vielleicht
eines seiner maßgeblichen Bücher Gesund durch Meditation im Deutschen, wobei der Titel wirklich schwierig ist. Im Englischen ist es sehr viel netter. Full Catastrophe Living. Das Leben der vollen Katastrophe. Eben genau die Situation, die du aus der Küche beschrieben hast. Genau darum geht es. Im Hier, im Jetzt, in genau diesem Leben und in keinem anderen, sondern genau in diesem Leben. Trotzdem die Katastrophe leben. Und da drin Liebe und Inniglichkeit und Sinnlichkeit erleben. Also John Kabat-Zinn, natürlich, sag mal, für die Leute, die mit den Ideen, die ich Ihnen geschildert habe bezüglich der zweiten Lebenshälfte, das Buch von Eckhard von Hirschhausen und mir, die bessere Hälfte, dort findet man all das sozusagen nochmal genau beschrieben, was wir dazu tun und forschen. Für die Fachleute an den Lautsprechern und Headphones, wer es vertiefen möchte, unser Buch Die Neurobiologie des Glücks vielleicht. Und wer es ganz praktisch will, wir haben vor einigen Jahren eine Achtsamkeits-App gemacht mit Absolventen hier bei uns an der Universität Witten-Herdecke, wo ich arbeite und forsche. Seven Mind, die sieben, und dann Mind, M-I-N-D, Seven Mind. Das gibt es in der Basisversion kostenlos in den entsprechenden App-Stores. 7 Minuten Meditation. Wer das täglich irgendwo einbaut, auch auf dem Weg zur Arbeit oder, keine Ahnung, einen Moment des Innehaltens, auch dazu forschen wir, dazu publizieren wir. Schon diese kleinen Momente können einen wirklich wesentlichen Unterschied machen. Das mag niedlich klingen und ich bin der Letzte, der diese Dinge zu Wundermitteln erklärt oder irgendwelche Zaubereien oder Zauberheilungen verspricht. Bin sehr realistisch in der Wissenschaft und in meiner Medizin als Arzt, aber Es ist oft dieses kleine Türchen, das da aufgeht, das mir die Chance gibt, in einen Raum zu treten, der von mir gefüllt werden kann, wo ich selbst derjenige bin, der ihn gestalten kann. Und selbst wenn dieser Raum in meinem Inneren ist und nicht im Außen, das ist der Moment, wo ich selbst Gestalter werden kann und wo ich ein Stück weit wieder das Außen und das Innen in Einklang bringen kann. Und wir wissen aus der Forschung, wenn Menschen chronisch das Gefühl haben, dass das, was sie ausmacht, ihre Essenz, das, was sie sind, was ihnen wichtig ist, wenn das im Außen nicht resoniert, nicht gespiegelt wird, wenn außen nur Chaos ist und ich sozusagen ständig das Gefühl habe, ich bin hier falsch, in diesem Leben falsch, in dieser Familie falsch, an diesem Arbeitsplatz falsch, dann gibt es Burnout und all die Dinge, die wir heute in der Medizin sehen. Wenn es mir gelingt, und das beginnt mit diesem ersten einen Moment, diesem Eintreten durch diese Tür, und das kann der nächste Atemzug sein, das kann eine App sein, das kann ein Gedicht sein, was mich inspiriert, mir gelingt, mich anzudocken an diese Kraft in mir, diese Resilienz oder diese Elastizität, diese Widerstandskraft, diese Lebendigkeit, könnte man einfach sagen. Und wenn ich diese Lebendigkeit nach außen tragen kann und mit jemandem teilen kann, dann ist das sozusagen der Beginn möglicherweise eines verschütteten Weges, das Neubestreiten und Neubegehen eines verschütteten Weges. Und dann können die Dinge sich vielleicht anders entwickeln. Und da kann auch eine kurze Meditation eine gute Eintrittspforte sein. Tobias, wir haben leider keine Zeit mehr, aber ich wollte dir im Namen aller Zuhörer wirklich herzlich dafür danken, dass du die Tür zu diesem ganz besonderen Raum für uns alle heute einen kleinen Spalt geöffnet hast. Im Namen aller vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und danke für deine Arbeit und für dein Sein. Ja, und herzlichen Dank für die Neugierde und das Anpieksen. Das ist ja immer ein gegenseitiges und wir alle brauchen uns gegenseitig und die Resonanz kann ich an der Stelle sehr gerne zurückgeben. Also danke dafür, dass du mich entdeckt hast und für deinen Podcast eingeladen hast. War mir eine Freude. Alles Gute. Ciao. Alles Gute. Tschüss.